Willkommen zurück bei Mass Effect in der Legendary Edition. Wir sind immer noch bei Mass Effect 2. Wir haben Garrus befreit, kann man das so sagen? Schon irgendwie, ne? Er war ja doch in einer ziemlichen Scheißsituation hier. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich ihn dazu überzeugen kann, auch künftig an meiner Seite rumzuölen. Harte Kerle, aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen. Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlipp. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Achtung! Was zum... Ich habe das Ding noch... Verdammt, ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Sie haben ihn repariert, aber nicht ganz. Dafür habe ich gesorgt. Sie laden Truppen ab. Aufpassen, Shepard. Yeah.
Wir schaffen sie hier raus, Garrus. Halten sie durch. Funken sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Wir sollten uns beeilen. Es sieht nicht gut aus. Ja. Ich würde ihm raten, dass er jetzt überlebt hat. Sonst wäre der ganze Aufwand für die Reise. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Nicht schlimmer als sonst. Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Im Augenblick sind Sie ein notwendiges Übel. Ich brauche Ihre Ressourcen, um das hier durchzuziehen. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Ja, Hauptsache du machst nichts kaputt. Ich will mich nicht mit Edi unterhalten. Immer noch nicht. Wahrscheinlich umgehen wir dabei total die spannenden Sachen. Ich das? Ich weiß es nicht. Das ist doch wohl hoffentlich nicht mein Sprint. Also für die 5 Schritte brauche ich auch keine 10% Verbesserung. Das ist ja wohl komplett albern. Und was haben wir da noch? Okay. Das ist nicht schlecht. Regenerationsbonus und Gesundheitsplus. Das finde ich ganz gut. Das ist ja Vorsprung. So, was hatten wir hier noch? Hauptgewebe. 10% Gesundheit, aber sicher. Ganz toll. Ach komm, wir können uns das leisten. Wir holen uns den ganzen Quatsch einfach mal. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles durchgegeben. Tech-Schaden, ja, aber warum sollte ich das... Warum dieses Element Zero habe ich ja noch... Oder ISO hat das, glaube ich, vorhin abgekürzt. Wohin? In der letzten Folge? War das gestern? Ich habe keine Ahnung.
irgendwann mal. Auf jeden Fall, davon haben wir ja gar nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, da sind 500 einzusetzen schon viel eigentlich. Schiffsverbesserung. Warum sollte ich mein blödes Schiff verbessern? Oh, das kostet viel Geld. Warum zum Geier sollte ich so viel investieren um meine Narben? Sag mal, sind das eine Schönheitsklinik oder was? Wenn das jetzt irgendwie dauerhaft Gesundheitsbonus, dann würde ich sagen, okay, kann man mal drüber nachdenken. Aber wegen den Narben? Ich habe einen Helm auf. Wen interessiert meine Narben? Alle meine Fische gestorben. Und warum? Kaufen wir halt wieder neue. Ah ja, ich wollte ja Badass. So. So sehe ich aus. Zack. Panzerung. Da wollte ich jetzt tatsächlich mal gucken. Wir haben doch jetzt gerade. Dieses Ding hier, das sieht doch geil aus. So, was hatten wir hier noch für Dingens? Genau. Das ist schon gut, ne? Erhöhte Munitionskapazität für schwere Waffen, weil da habe ich ja jetzt schon nur 4 Schuss. Aber das Ding ist halt auch gut, ne? Regenerationsbonus und 20% Gesundheit. Egal, nehmen wir das. So. Das ist ein Hamster. Dem geht's wenigstens noch gut. Dämliche Fische. Eine Ehrenmedaille. Schön, dass man hier schon spoilern kann, was noch im Spiel passiert. Nice. Siehst du mal, haben wir noch was Gutes getan. Projekt Feuergänger. Ja, da habe ich doch schon mal was von gelesen. Ich glaube, das machen wir als nächstes Mal. Ja, wir sind immer vorsichtig. Habe. Tja. Also. Naja.
Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Ich will mich gar nicht mit diesem dusseligen Kackviech unterhalten. Das habe ich wohl gerade so selbst rausgefunden. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Weiß ich schon, Schnüffelbacke. Arbeiten. So, Omega, genau. Ja, hier sind wir ja gewesen. Da brauchen wir ja. Was hat er gerade gesagt? Fatal? Kann das wohl? Ich glaube, ich gucke mal nochmal nach. Ich bin hier immer so ein bisschen. Agent. Ja, das machen wir doch jetzt. Planet Lurek. Quartalsystem. Ja, dann auf geht's, alter Vater. Aber in der nächsten Folge. Machen wir mal wieder eine kürzere Folge. Passt das, glaube ich, ganz gut vom Abschluss her. Bis dann.